Über die Latzhose. Wer ist der erste Mal der Berg runtergekullert hier? Andi hat den Keks aus der Dose geklaut. Also ich sehe gerade keine Äste. Ich bin irgendwie der Einzige, oder habt ihr schon wieder an? Äste müssen im Stick-Collector sein. Was sagt der mir jetzt? Ja, ich hab den mit Sticks gefüllt. Hallo, könnt ihr mal dankbar sein hier so. Ich suche nach Sticks und ich suche auch die Falle, die ich hier bauen wollte. Also ich bin jetzt mal der Stick-Collector hier. Aber eigentlich... Wo sieht man denn die Fallen, die man bauen wollte? Der Stick-Collector für den heutigen Tage ist lasch. Fallen runter? Ja, die Fallen. Fallen heißen Fallen, weil sie fallen. Im Falle eines Falles ist richtiges Fallen alles. Den hast du geklaut. Ja. Wo ist denn dieser Stick-Collector? Survival! Hier, neben der Hütte. Ach, da. Wo? Neben der Hütte. Ich finde die Falle nicht mehr wieder. Kann man sich die nicht irgendwo anzeigen? Hier sind auch Lock-Collector und ein Knochen-Collector ist hier auch schon. Ja, ich sammle einfach mal alles, was ich finden kann. Und also wenn jemand eine Falle findet, die gehört mir. Die könnt ihr vielleicht machen. Wo sind denn die Sticks? Bin ich bescheuert? Ihr findet sie spätestens dann, wenn ihr sie auslöst. Danke. Hä, was ist das für eine Falle? Wer hat eigentlich das Feuer kaputt gemacht? Was soll denn das hier sein? Andi hat das Feuer kaputt gemacht. Ja, was meinst du, warum ich gerade Sticks suche, damit ich es wieder aufbauen kann? Stick, 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 Feuer läuft wieder. Das Feuer läuft wieder. Ist wieder installiert. So, ich hab welche. Aber hier ist Licht angemacht. Guck mal, baut man eine neue Falle, findet man die alte wieder. Die alte. Niemand findet seine alte wieder. Der hat doch noch gar keine. Das war eine Witz an der Sache. Lustig, ne? Lustig. Nee, nicht lustig, gut. Ach ja. Ihr macht das schon. Es ging so. Ja, so mittelmäßig. Hä, warum kann ich die Falle nicht mehr auseinandernehmen? Hä, wieso fresse ich jetzt hier das Bein, was da hängt, und hänge das andere nicht hin, obwohl ich es hinhängen will? Du musst es mit C hinhängen und mit E essen. Ja, aber ich kann nicht mit C hier irgendwas hinhängen. Oder mit C essen und mit C. Ihr macht das da schon. Ich vertraue euch jetzt einfach mal. Ah, ist das schön hier. Wo ist das Kleine? Schön, denn? Der Blick auf den Wald. Ich kann hier echt nichts aufhängen, Leute. Baumfeld. Doch, Andi, du musst das erst aus dem Inventar in die Hand nehmen. Hat jemand ein Seil? Hab ich. In die Hand. Dann musst du auch nageln. Dann ist das Ding vielleicht voll gerade. Spinnen oh, ist voll. Du stehst nicht nah genug dran. Ich stehe total nah dran. Es geht nicht. Ich kann nur E drücken. So. Also ich konnte gerade was hinhängen. Ich konnte gerade was hinhängen. Aber ein Bein geht doch auch. Ja, Tatachen an die Bein geht. Oh mein Gott. Wer hockt denn da? Ich. James, du heißt jetzt Carlos. Was? Wo brauchen denn noch solche Longs? Ich hab nur so Longs mit. Ja, du auch. Kann hier keinen Arm und kein Bein hinhängen. Hä, wo brauchen denn diese Longs? Hier, bei der Falle. Und wenn's geht, habt ihr noch ein Seil. Nee. Ein Seil? Nee, was ist denn das hier überhaupt? Das ist eine Falle. Ja, was bringt die? Hallo, James. Da fallen Kannibalen rein und dann sterben die. Hallo, Andi. Ja, und was bringt mal, das? Ich hab'n Arm in das da. Das kann auch Reh. Ich hab'n Arm im Arm. Da kann man auch Reh. Das kann auch Reh fangen. Ja, sehe ich. Also ich bin erstmal für was Wasser fängt, aber ist okay. Ja, für was Wasser fängt, haben wir hier schon zwei. Ja, aber es könnte noch mehr Wasser fangen. Ach, du willst immer mehr noch mehr Wasser? Haben. Ja, mehr Wasser fangen. Ja, aber können dann eigentlich alle vier Leute draus trinken oder nur zwei? Vier. Aua! Regnet das gerade? Vier Sticks. Was ist eigentlich los? Mit der Kaninchenfalle, die hier brennen. Baumfeld. Da fallen Kaninchen und Lorche rein. Fall ihr wirklich drauf rein? Ja, ich habe ein Kaninchen hier in der Hand. Ja, das musst du auf den Boden setzen und dann schlachten. In der Hand. Das musst du auf den Boden setzen und dann schlachten. Oder du hängst es irgendwo. Aber dann läuft es ja weg. Ja, nee, du musst es ja schnell genug schlachten. Ja, aber dann rennst du auch weg. Ja, oder du versuchst es mal an das Dry-Dings zu hängen. Nee, da ist ja noch Fell dran, Jatak. Ist egal. Ist ja egal. Ja, pass mal auf. Nimm's mit ins Haus und schlachte es da. James, jetzt was hast du mit den Baumstämmen vor jetzt? Sammeln. Für? Ich suche ja keine großen Baumstämme, sondern die kleinen Sticks.
Ja, ich habe jetzt Sticks. Weil du hier mit einem großen Baumstamm gerade rumgerannt bist, deswegen dachte ich, du brauchst die. Nein, ich hatte ein Kaninchen. Brauchst du die Baumstämme? Weil ich hier eine Falle bauen will. Ja, hier, da, guck mal. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, davon stirbt man. In den Lock packen hier. Boah! Hier, da. Drückst du C. Hier. C. Da. So. Nein. Ja, Tack. Ja, Andi. Das mit dem Schildkrötenkopf, ne? Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Nein, du schlägst dich jetzt nicht dafür. Doch. Nein, du schlägst dich jetzt... Alter, hörst du auf mich zu schlagen? Und hör auf, unser Schildkrötenwassersystem kaputt zu machen. Mach ich doch gar nicht. Doch, du hast dagegen geschlagen. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gehört. Ja, das ist übrigens mein Spruch. Wo ist denn das hier? Ach, mein Schatten. Ja, der ist schon uralt. Der ist nicht den Schaden. Aber wir sollten wirklich langsam mal anfangen, hier ein bisschen was erkunden, oder? Ja, dann hör doch auf, mich zu schlagen, du Arsch! Ja, ich muss mich ja irgendwie beschäftigen, wenn die anderen zwei da irgendwas anderes machen. Ja, ich suche Sticks, ich bin produktiv. Ja, ich würde gern auch was Produktives auch machen, aber ich werde ja... Also ich habe jetzt 10 Sticks. Andi, hier liegen überall noch Baumstämme rum, die kannst du mal einsammeln und in die Lockholder packen. Wir haben hier noch Lockholder. Ja, aber löst die Falle aus, wenn ich da jetzt drin stehe. Julian, wenn ich die jetzt komplett mache, die Falle, löst die dann aus. Ja, aber du kannst sie wieder. Die tut dir nichts. Geh mal weg! Außerdem fehlt hier eh noch ein Seil. Hier fehlen noch Seile. Ach so. Oder? Nein. Ja, immer schreit. Und die kannst du dann. Lauf doch nicht auf das Seil drauf, wenn du die wieder aufstellst, die Falle. Ja, tut mir sorry. Ja, Julian darf nicht immer auf das Seil. Ja, Julian darf nicht immer auf das Seil drauf. Ich meine, stirbst du, ich sag's dir. Und dann ist es mir egal. Oh, burn. So, jetzt haben wir eine effektive Falle gegen Kannibalen. Was mich noch ein bisschen wundert, dass irgendwie momentan so ruhig ist. Ist das die Ruhe vom Sturm? James, die Kaninchenfalle kannst du wieder aufstellen. Julian. Nö, ist ja deine Kaninchenfalle. Die kannst du auch aufstellen. Nein, da weiß ich, wie man die deine bedient. Damals bei der Session habe ich auch deine Fallen wieder aufgestellt, als ich sie aufgelöst habe. Ich habe eine Idee, warum bauen wir denn nicht mal einen Aussichtsturm? Ich habe sie ja nicht ausgelöst. Ja, ist alles gut. Ich habe eine Idee, warum bauen wir nicht mal einen Aussichtsturm? Wir können einen Aussichtsturm. Nein, kein Aussichtsturm. Warum? Ist cool. Der war letztes Mal schon so sinnlos. Ja, aber es war cool. Nein, es war sinnlos. Es war so herausfordernd. Es war so, das Holz können wir sinnvoller einsetzen, für ein Baumhaus oder so. Wofür ich glaube, wir haben keine Lockholder mehr. Lockholder voll? Ja. Wofür ist denn der voll? Da? Nee. Ja, ich habe aber noch Sticks zum holden. Wofür ist denn der da vor mir? Das sind Sticks, schau mal, Andi, das sind Sticks. Stickholder. Ach, das sind Stickholder. Ach so, das sind Stickholder. Was ist denn jetzt los? Ich mähe hier mal alles ab. Mäh. Wieso bin ich denn jetzt in dem Büdelchen? Du wahrscheinlich B gedrückt hast. Ja, ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen, hab's Buch aber auch nicht gesehen. Hallo James. Oh. Was Hallo. War das also, für eine Geste gerade? Hat's mal Mittelfinger. Ich baue hier gerade noch ein paar Teile für Lockholder hin, damit wer auch immer Sticks hat, sie. Oh, es regnet. Ah. Wir kriegen was zu trinken. Ja, trinken! Aber können euch alle vier trinken oder nicht? Ja, von den Panzern können alle trinken. Weil ich sterbe gleich. Panzer, ja, ich begrüße ja, dich. Ja, tja. Aber ich sterbe gleich wegen nicht trinken. Wer hat Sticks? Oh. Ich hab Sticks. Ja, da hinten sind Baupläne für Lockholder. Wer fuddelt denn hier mit seinem komischen Knochen an mir rum? Entschuldigung, aber... Musst du selber sein. Ah, geil! Heuer! Jetzt bin ich gestärkt, jetzt kann ich mir wenigstens den Attack wieder vornehmen. Das hat ja auch seine Vorteile. Woher kann ich Attack? Egal. Also, Leute, ich habe hier noch eine Falle gebaut. Und zwar stelle ich euch die mal vor, wenn hier jemand durchläuft, durch diese Holzstämme... Ja, stellt sie uns vor, wie heißt sie denn? Nadja. Falle? Falle Andi, Andi-Falle. Boah, die ist voll gut. Wo soll ich hinfallen? Ohne Scheiß, wenn euch ein Kannibale verfolgt, ne? Ja. Die Falle perfekt. Weil? Folgendermaßen. Du läufst dann hier einfach... Der Tax-Erklärstunde. Du läufst dann einfach dran hier vorbei und die Kannibalen laufen durch und dann löst die aus und dann...
Ah, oh, das ist ein Reh. Und genau ist das bei der Falle hier auch so. Die laufen jetzt zack. Jetzt hast du es verschreckt, Bums. Josh. Ja, ich renne ihn immer so hinterher. So, komm mal her! Schrie Josh verzweifelt hinter dem Reh her. So, komm mal her! Warum haben wir so wenige Sticks? Warum kann ich nur 10 Stück tragen? Das finde ich ein bisschen wenig. Ja, wie viel kannst du denn? Ja, ich bin ja gerade produktiv und sammel Sticks die ganze Zeit. Ja, ich auch. Deswegen bin ich pisst, dass man nur 10 Stück tragen kann. Das Reh hin! Wahrscheinlich hin. Ja, Essen haben wir, glaube ich, genug. Essen. Oh, es regnet! Ja! Es regnet? Nee, also in Essen war ich noch nicht bisher. Was doch, ich schon. Leute, die erste Trinkration ist fertig. Ja! Hä, ja, die war doch eben schon fertig. Ich hab doch schon getrunken. Ich hab auch schon getrunken. Trinken! Ja, weil du sagst, die ist fertig. Ja. Fall nicht die Klippe runter, ja? Ich brauch dich noch. Mir geht's hungermäßig und getränkemäßig endlich wieder gut. Das ist tatsächlich die Klippe runtergefallen. Das Reh ist gerade die Klippe runtergesprungen, ja? Oh, erstmal ausruhen. Der Selbstmord des Rehs, ich glaub's nicht. Also, jeder hat so irgendwie seine Teilbereiche, ne? Josh kocht, ich stell die Fallen auf. Ja, eigentlich sammle ich auch Sticks, aber von dem her. Ja, Josh, das ist aber. Ich sammle auch die ganze Zeit Sticks und mach Baupläne und. definitiv noch. Nee, ist das Essen Sound hüpft anfangen. Vor mir die Klippe runter. So, ich hab noch einen Lurch. So, gut, dann ist hier liegen übrigens noch jede Menge Loks irgendwo rum, ne? Nein, ich hab schon eingesammelt, den hier runtergepackt. Oh, jetzt geht's hier hinten liegen unglaublich gut. Loks? Ja. Was für hier, Loks? Da. Oh, das Reh ist wieder hochgeklettert. Bau bei 648 an. Bleib jetzt hier. Ja, so viel Kilo wiegen die zwei Stämme, die ich hier trage, auch. Spring das nicht schon wieder runter, oder? Oh, es regnet. Es fühlt sich so das gut an, wenn es wieder regnet. Ja, vor allem, weil unsere Schildkrötenpanzer jetzt voll werden. Ja. Panzer hier. Ich Kabel, Panzer. Jetzt bin ich die Klippe runter. Leute, unser Feuer ist zu Asche geworden. Oh. Ja, dann zünd's wieder an. Gibt's denn nicht irgendwie so ein Lied von wegen Feuer, gut. Asche und Staub oder sowas? Ich tanze im Ascheregen. Ja, das gibt's auch. Ja, ja. 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 Oh ja, geil, ja. Ach, schön. Was würde Vermieter wohl denken müssen? Wobei die hören. Das frage ich mich gar nicht, was andere Leute denken müssen. Seit die dich kennen, denken die wahrscheinlich nicht mehr. Nö, denen ist das eigentlich relativ egal, wie laut ich bin. Die Mietperson über mir, die hörst du zwar gar nicht. Nur auf andere Art und Weise. Augenzwinker. Kind. Vielleicht sind die über dir einfach nur nie zu Hause. Das ist nicht mal Krach, das ist einfach. Es ist halt ein Kind. Und die Person über mir, die habe ich bis jetzt, seitdem ich eingezogen bin, jetzt einfach gesehen. Hey, cool. Tja, brauchen wir eigentlich noch was anderes? Weil Stick sammeln ist echt eines der repetitivesten Arbeiten, die es gibt. Ha, ist das so spannend. Wo fehlen jetzt noch 3 Sticks? Ich hab auf jeden Fall 10 Stück oder sowas. Ich hab 10 Stück. Ja, Andi. Was meinst du? Ich hab 10 Stück. Womit? Hiermit. Das ist ein Rehkopf. Ja, nee. Ist das klar. Ist was ein Rehkopf. Was damit? Pack mal aus Feuer, oder? Wie denn? Nee, geht das nicht? Nee, G kann ich drücken für Drop. Ja, dann kannst du nichts mit anfangen. Warte mal, kann ich vielleicht so drauflegen? Andi, du brennst. Baumfeld! Andi brennt! Beleb dich wieder. Ach, Sticks 0 von 3, okay. Wo sind das scheiß Reh? Ich hab mindestens 3 Sticks. Ja, was mache ich da jetzt mit? Einfach verbrennen. Ja, es geht doch nicht. Doch, übers Feuer halten und dann fallen lassen. Jo. Übers Feuer halten und fallen lassen, so. Irgendwas Andi, stimmt hier nicht. Dein Bauch brennt. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir brauchen 2 Longs hier. Julian? Ja? Ich bin plötzlich in 20er Jahren, hier ist alles schwarz-weiß. Ja, dann bist du fast tot. Toll, das ist beruhigend. So, gibt's hier irgendwo was zu essen auch mal, oder? Ja, da hängt doch an dem... Kann doch mal was kochen ja, hier. Das sind noch Kannibalenteile, ich will was Vernünftiges. Ja, da ist noch Hase und sowas. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Nee. Was ist das hier, Alter? Das sieht aus wie so ein... So, ich hab noch mal eine zweite Frage. Ich hab gegessen, was da ist.
wird gegessen, was da ist. Hier bestimmt er das sagt.